Einen wunderschönen guten Abend. Wir von der Armbrust der Imkerschule begrüßen ganz recht herzlich zu unserem heutigen Online-Seminar. Was kostet die Produktion eines Kilogramms Honig? Preisfindung für den Einen Honigverkauf. wunderschönen guten Abend. Wir und die Moderatorin des heutigen Abends ist die Margareta Zilker. Und unser Imkermeister, der Jürgen Binder, wird noch ein paar Worte sagen und später bestimmt auch noch zu ein paar Fragen zur Verfügung stellen. Ich halte mich im Hintergrund auf. Wenn irgendwelche technischen Dinge sein sollten, könnt ihr mich gerne über den Chat anschreiben. Allerdings verfolgen wir nur den Chat über Zoom und nicht den im YouTube-Kanal. Dankeschön, Margareta. Jawohl, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Sende ich euch aus Oberbayern. Ich führe euch heute als Moderatorin durch den Abend. Um was es geht, hat der Andi schon angesprochen. Honigpreise. Dabei wollen wir nicht diskutieren, zu welchen Preisen ihr im Einzelnen jetzt aktuell euren Honig vermarktet, sondern es geht im Wesentlichen mehr darum zu sagen, welche Kosten fallen denn an bei einer Honigproduktion, was ist ein realistischer Marktpreis und unter Umständen, wie kann ich den Honigpreis, den ich jetzt verlange, vielleicht noch optimieren. Eure Fragen schickt ihr bitte heute zum Thema ausschließlich an mich. Ich sitze im Chat, bündel die Fragen ein bisschen und leite sie dann während der Sitzung an den Jürgen Binder weiter. Also eine Essenz daraus, die interessantesten Fragen, die hier heute gestellt werden. Ja, Jürgen Binder stellt sich selber vor. Das war jetzt einfach eine kurze Anmoderation. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Freude. Wer noch nie dabei war bei uns, die im unteren Bereich des Zoom Layouts seht ihr neben den Fenster wie Teilnehmer auch das Fenster Chat. Dort draufklicken, meinen Namen suchen und dann gerne her mit euren Fragen. Umso zahlreicher, umso lieber. Also, lasst euch jetzt mit vielen Informationen versorgen und scheut nicht, Fragen zu stellen. Und jetzt übergebe ich an den Jürgen. Dankeschön. Ja, einen schönen guten Abend, vielen Dank zu dieser Sitzung. Was kostet die Produktion eines Kilogramm Honigs? Es ist ja natürlich so, dass die allermeisten von uns ja die Imkerei aus Begeisterung betreiben und die Honigernte ohnehin nicht so also ohne weiteres abschätzbar ist im Vorhinein. Jedes Jahr verläuft anders und selbst wenn ein Jahr am Anfang schlecht verläuft, kann es immer noch gut werden. Oder es kann auch schlecht bleiben oder ganz schlecht sein. Also diese Dinge wissen wir eben im Voraus nicht. Aber am Ende haben wir Honig und wenn wir mehr Honig haben, als wir selber essen, dann müssen wir ja diesen verkaufen oder irgendwie anderweitig loswerden, weil wir können ja jetzt nicht jedes Jahr da Honig einmal horten bis ans Lebensende. Und deswegen besprechen wir heute, welche Faktoren relevant sind für die Kostenfindung bei Honig. Weil es gibt natürlich noch andere Produkte, die Imker produzieren können, zum Beispiel Ableger oder Königin oder Pollen. Das machen wir nicht heute. Wir schauen uns jetzt nur Honig an. Vorneweg möchte ich sagen, dass ich mir eigentlich jahrelang nicht vor Augen halten wollte, wie viel die Produktion eines Kilogramm Honigs kostet, weil ich irgendwie geahnt habe, dass da eine ungünstige Zahl rauskommt. Und ich wollte mir nicht die gute Laune verderben lassen, durch das Bewusstsein der Zahl, die dabei rauskommt. Nur ist es eben so, wenn man eben tatsächlich mehrere Völker hat, also nicht nur 5 oder 10 oder 20, sondern 100 oder 200 oder noch mehr, dann hat man eben natürlich nachher Honig und dann ist es eben sehr relevant, zu welchem Preis man diesen Honig verkauft, weil man hat nicht nur Honig, sondern man hat auch Ausgaben, man hat auch Spesen. Gell? Und deswegen bin ich dann auch gezwungen worden, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und jetzt schauen wir uns mal die Faktoren an, die relevant sind.
So. Das ist doch aber keine Aufnahme. Du möchtest dir Fragen anhören, die relevant sind? Nein, wir schauen uns erst Infos an, gell? Also irgendwo sind jetzt hier Mikrofone offen, bitte die alle zumachen, ja? Wenn sie voll fett ist, Ich gehe erst los. Kann schon weitergehen. Gut, alles klar. Ah. Sieht man jetzt eine Folie oder sieht man jetzt die Referentenansicht? Sieht leider die Referentenansicht. Ganz nach links. Genau da. So, also, wir ermitteln also jetzt die Kosten eines Kilogramms Honigs. Und wir unterscheiden bei der Kostensituation zwischen Fixkosten und variablen Kosten, liebe Freunde. Fixkosten sind die einmaligen Anschaffungskosten und variable Kosten sind die jährlich wiederkehrenden Kosten. Und interessant ist, dass wir uns meistens nur mit den Fixkosten beschäftigen. Was kostet die Beute? Wie viel Honigräume brauche ich für die Beute? Statt 6 kaufe ich dann doch lieber nur 3. Was brauche ich sonst noch für Maschinen? Warum ist die Schleuder so teuer? Ich nehme die für 1.000 Euro statt die für 1.500 und so weiter. Alles Fixkosten. Und mit den variablen Kosten beschäftigen wir uns kaum. Und wenn wir uns aber vor Augen halten, dass Fixkosten buchhalterisch gar nicht dem einen Jahr zugeschlagen werden, in dem sie gekauft werden, sondern dass die mit einer sogenannten Abschreibung, so heißt es halt, Abschreibung für Anschaffung, der Buchhaltung zugeschlagen werden, ne? Dann versteht man sofort, die meisten Anschaffungen, die werden über 10 Jahre abgeschrieben, das heißt, man rechnet im Jahr 10% der Anschaffungskosten in die Kosten dazu. Und wenn ein Gerät 20 Jahre halten soll, das soll ja eine Schleuder, dann werden 5% der Anschaffungskosten plus Zinsen natürlich den Jahreskosten dazugerechnet. Und dieser Gedanke vorneweg zu schicken, erscheint mir wesentlich, denn wenn wir uns vor Augen halten, dass bei dem, was wir am Anfang in der Imkerei kaufen, zwar natürlich normalerweise wird es ja direkt bar bezahlt oder überwiesen, aber im Grunde genommen sind eigentlich nur 10% davon, oder sogar noch weniger, den Produktionskosten zuzurechnen, weil man kauft dann ja jedes Jahr eine neue Schleuder, dann sieht man sofort, dass man hier eigentlich nur mit einem Zehntel dieser Kosten zu rechnen hat. Jetzt gibt es aber auch noch variable Kosten. Und das sind die Kosten, die jedes Jahr anfallen. Das ist zum Beispiel Futter. Preis für Futter ist ja jetzt gestiegen. Fahrzeug und Sprit. Raummieten. Also wenn ihr jetzt natürlich einen Raum gekauft habt, dann gibt es eben hier Fixkosten beim Raum, aber es gibt auch variable Kosten, nämlich Strom und Wasser und Unterhaltung. Von daher ist jetzt hier auch diese Rechnung, die ich euch vormache, als Musterrechnung zu sehen. Ihr werdet in einzelnen Punkten zu anderen Posten kommen, aber am Ende wird es im Großen und Ganzen so ungefähr auf das hinauslaufen, was ich euch hier zeige. Also variable Kosten sind die Kosten, die jedes Jahr anfallen. Und da sie jedes Jahr anfallen, werden sie den Kosten zu 100% zugeschlagen. Also nochmal, bei Fixkosten entsprechen 1.000 Euro 100 Euro und bei variablen Kosten entsprechen 100 Euro 100 Euro. Ja? Also, und jetzt schauen wir uns an, was dann daraus wird. Also wir gehen jetzt mal von einer Imkerei aus, die 10 Völker hat. Wir berechnen den Honigpreis eines Betriebs für 10 Völker. Gell? Und wir haben da am Ende nachher dann 2 verschiedene Honigerträge, die ich einfach exemplarisch gegenüberstelle. Und wenn wir jetzt natürlich hier die
die Kosten, die uns diese 10 Völker im Jahr verursachen, durch die Kilogramm Honig teilen, die wir mit den Völkern geerntet haben, dann wissen wir, was ein Kilogramm Honig kostet. Ganz einfach. Ja, ganz einfach. Und es wird so selten gemacht. Der erste Hemmschuh, der die meisten von uns begleitet, ist die Frage des Lohnansatzes. Welchen Lohn setze ich für meine Arbeit an? Und ich schlage hierzu vor, dass ihr einfach den Lohn nehmt, den ihr auch ansetzt, den ihr bei eurer Arbeit bekommt. Ja? Die deutsche Handwerkerstunde kostet 48 Euro brutto. Das entspricht ungefähr 23 Euro netto. Und das wird so ungefähr das sein, was die meisten von euch verdienen, es sei denn, ihr führt Hilfsarbeitertätigkeiten aus, wo ihr dann nur den Mindestlohn bekommt. Aber als selbstständiger Unternehmer und als Imker seid ihr selbstständiger Unternehmer, setzt ihr nicht den Mindestlohn an, sondern ihr setzt den Lohn an, den ein Gewerbeunternehmen ansetzen muss. Und das ist in Deutschland 48 Euro pro Stunde. Andi, da ist immer noch irgendein Mikrofon offen. Bitte schau, dass die alle aus sind. Also, im Gegensatz zu den Berechnungen, die in manchen Imkerschulen und sogar in der Imkerausbildung gemacht wird, wo der Mindestlohn zugrunde gesetzt wird, oder sogar nur 5 Euro oder sogar gar nichts. Das könnt ihr natürlich machen, wenn ihr nur Freizeitimker seid, aber dann habt ihr nachher keine realistische Addition dessen, was die Produktion des Honigs kostet. Denn die Produktion kostet die Arbeitszeit, ob ihr sie in Anschlag bringt oder nicht. Wenn ihr es übertreibt und 100 oder 200 Völker habt, dann habt ihr ja weniger Stunden pro Jahr zur Verfügung, einer anderen Tätigkeit nachzugehen, und dann wird es plötzlich für alle ersichtlich und relevant. So, wir fangen also jetzt mal hier an. Bei mir ist dieses Bild hier im Weg, dieses nicht mehr im Weg. So, wir gehen also von 10 Völkern aus und wir kaufen 10 Bienenvölker. Ich gehe jetzt mal von 160 Euro pro Bienenvolk aus. Ein gutes Bienenvolk kostet heute natürlich mehr als 160 Euro, aber es gibt natürlich immer noch Imker, die verkaufen Bienenvölker für weniger als 160 Euro. Wir müssen uns ja vor Augen halten, dass wir hier Bienenvölker brauchen, die auch Honig ernten. Wir brauchen nicht irgendwelche Ableger oder nicht irgendwelche schlechten Völker, die ja oft Anfängern verkauft werden, weil Anfänger das ja auch nicht beurteilen können, sondern wir brauchen Wirtschaftsvölker. Und da ist das also die absolute Untergrenze. So, jetzt ist das Nächste, was wir brauchen, eine Honigschleuder. Also das sind jetzt alles Fixkosten, gell? Und deswegen seht ihr nachher auch auf der rechten Seite eine AFA, also die Fixkosten bei einem Bienenvolk, die werden zu 100% dem ersten Jahr zugeschlagen, aber die Honigschleuder zum Beispiel nur zu 5%. Ja, das heißt, die Honigschleuder, die 1200 Euro kostet, die landet am Ende mit 60 Euro pro Jahr beim Honigpreis. Dann kommt das Entdeckungsgeschirr, die Entdeckungsmesser, die Siebe. Da setzt sich 250 Euro an. Ihr seht, auch da ist es eigentlich ein unterer Preis. Abfüllkanne, Honig, Lagereimer. Ich gehe jetzt hier mal von 600 Kilo aus. Bei 10 Völkern wären das 60 Kilo Honig pro Volk. Man wird am Anfang sicherlich keine 60 Kilo Honig ernten, aber das Honiglagergefäß muss ja größer sein als die Menge Honig, die man erntet, wenn man nur eines hat. Wenn man natürlich Hobox nimmt, dann braucht man mehrere Hobox, die kosten auch was, gell? So, dann braucht man eine Waage. Eigentlich braucht man auch eine geeichte Waage, wenn man abfüllen will und verkaufen will. Dann braucht man ein Refraktometer.
da setze ich einfach mal 100 Euro an. Da seht ihr, das kann, da schwankt der Preis zwischen 70 und 150 Euro. Honig rühren, da gehe ich mal von einer ganz billigen Variante aus, dass ihr eine Bohrmaschine kauft, mit der man auch Beton rühren kann. Die gibt es für 100 Euro im Baumarkt. Und einen Rührstab, der muss allerdings aus Edelstahl sein. Bei größeren Mengen braucht ihr dann ein Rührwerk, was natürlich dann auch gleich wieder ganz anders zu Buche schlägt. Dann bräuchtet ihr ein Militär. Das Original Militär kostet ungefähr 500 Euro. Es gibt natürlich auch Nachbauten aus Osteuropa, die etwas billiger sind, die aber eventuell auch nicht 10 Jahre halten. Dann braucht ihr einen Sonnenwachsschmelzer bei 10 Völkern. Und mit 100 Euro seht ihr schon, dass das eigentlich fast ein Selbstbau ist. In dem Moment, wo ihr einen Dampfwachsschmelzer kauft, seid ihr schon bei 1.000 oder 1.500 Euro. Dann brauchen wir Werkzeug, Smoker und Schleier. Da sind wir mit 200 Euro auch am unteren Rand. Dann brauchen wir einen Lufttrockner für den Schleuderraum, damit die Luft trockener ist als 50%. Und der Honig, den wir im Schleuderraum stehen haben und der im Schleuderraum geschleudert wird, nicht Feuchtigkeit aufnimmt, bevor er geschleudert wird und während er geschleudert wird. Dann brauchen wir Beuten und Werkzeug. So, und liebe Freunde, ich setze jetzt für 10 Beuten einschließlich 5 Honig, Zargen, Abspecke der Bienenflucht, Fütterer, Anflugbrett, Deckel und Schiede ungefähr 285 Euro an. Es ist mittlerweile mehr. Diese Zahlen habe ich vor 3 Jahren rausgesucht. Und auch wenn ihr auf einer Webseite seht, Zarge mit 2 Honigräumen 180 Euro, dann ist das natürlich längst nicht alles, was ihr braucht. In Wirklichkeit werdet ihr sehen, da kommen jetzt noch Rähmchen dazu. Dann kommen 5 Ablegerkisten oder Beuten zur Remontierung dazu, also Reservebeuten für die Ablegerbildung. Dann kommen Böcke dazu, dann kommen 600 Rähmchen für Völker dazu. Das kostet natürlich 720 Euro und nicht 72 Euro, da ist das hier vertauscht worden. Ja. Ein Tippfehler. 50 Rähmchen für Ableger, 600 Mittelwände. Mit diesen 180 Euro kommt man heute auch nicht mehr hin. Aber die sind natürlich pro Volk. 50 Mittelwände für Ableger. Renovierung, Keller oder Garage zum Honigraum. Ihr müsst ja irgendwo euren Honig schleudern. Und dazu braucht ihr einen Raum, der sauber ist, der gefliest ist, der fließend warm und kalt Wasser hat. Das sind sozusagen die Mindestanforderungen und ihr müsst den Raum bienendicht verschließen können. Und wenn ihr da selber arbeitet, dann werdet ihr ungefähr bei 2.500 Euro sein. Dann braucht ihr ein paar Werkzeuge, zum Beispiel Akkuschrauber, eine Zange. Ich habe nach 25 Imkerjahren mittlerweile den 4. Akkuschrauber. 3 sind mir abhanden gekommen. So, und bei 10 Völkern könnt ihr das Material oder ihr solltet es nicht mehr im Auto transportieren. Entweder ihr habt einen VW-Bus oder sowas ähnliches, ein etwas größeres Fahrzeug, oder ihr braucht einen kleinen Anhänger und eine Anhängerkupplung. Und dann kommen wir zu Abschreibungskosten von 13.440 Euro, was 1.344 Euro variable Kosten ausmacht. Und Fixkosten ausmacht, Entschuldigung. Hier, 1.171 Euro, das da hinten sind die Kosten, die praktisch im Jahr bei 10 Völkern an Fixkosten anfallen. 1.171 Euro bei 10 Völkern, dividiert durch 10, sind es 117,15 Euro pro Volk. Jetzt kommen die variablen Kosten, das sind die zu 100% jedes Jahr anfallen. Das ist, wenn man eine Königin kauft, wenn man sie züchtet, dann kostet es mehr. Dann Futterkranzproben, Sortenbestimmung, Wachsuntersuchung. Dann gehe ich hier mal von 30 Kilogramm Zucker pro Volk und Ableger aus.
Ihr seht, da stehen noch 21 Euro. Das ist natürlich heute auch nicht mehr realistisch. Da müsste eigentlich 30 bis 40 Euro stehen. Dann Arzneimittel, Oxalsäure, Ameisensäure oder Apilife war, mit welchem Mittel ihr eben behandelt. Dann braucht er Honiggläser mit Etiketten. Und die braucht er natürlich jedes Jahr, weil wenn er sie zurücknimmt, braucht er eine Gewerbespülmaschine, die mit zwei verschiedenen Spülgängen wäscht, nämlich Lauge und Säure getrennt. Und die haben wir oben bei den Investitionen, bei den Fixkosten nicht mit dabei. Also kauft er jedes Jahr neu seine Gläser und nimmt sie nicht zurück mit Etiketten. Versorgung der Bienenvölker. Da gehe ich davon aus, dass ihr jede Woche einmal im Durchschnitt zu euren Bienenvölkern geht, insgesamt 7,5 Kilometer. 0,3 Euro kostet der Kilometer und vermarktet wird auch, weil ihr könnt ja den Honig von 10 Völkern nicht selber essen, sodass wir also insgesamt zu Kosten von 344 Euro bei 10 Völkern kommen. So, und dann haben wir den Mieteinsatz des Hygieneraums. Und für den Hygieneraum lege ich 6 Euro pro Quadratmeter und Monat zugrunde. Das sind also 60 Euro im Monat, macht 720 Euro im Jahr. Dann habe ich einen Mietansatz für einen Lagerraum. Also jetzt müsst ihr mal überlegen, wo lagert ihr denn eure Beuten? Wahrscheinlich in einer Garage. So fängt es nämlich meistens an, wenn man 10 Völker hat. Irgendwann kommt dann derjenige in der Familie, der imkert und sagt, aber jetzt steht das Auto nicht mehr in der Garage, sondern es parkt vor dem Haus, weil in der Garage sind meine Imkersachen. Also müsst ihr im Grunde genommen das, was die Miete der Garage kostet, natürlich eure Imkerei zurechnen. So, da gehe ich nur von 3 Euro aus, aber dafür brauche ich da 20 Quadratmeter. Bei 10 Völkern und 5 Ablegern muss man eigentlich von 45 Quadratmetern Nutzfläche, also sowohl Lager- als auch Hygienefläche, ausgehen. Und ich rechne hier sogar nur 30 Quadratmeter. Also auch hier sind wir ganz knapp an der unteren Grenze. So, dann haben wir Energiekosten, Strom und Wasser. Das ist sicher ein bisschen mehr geworden. Aber das ist insgesamt ein relativ kleiner Posten mit 120 Euro, sodass wir dann noch Telefonate, Bürobedarf haben. Es sind auch kleine Posten, Lehrgänge, Fortbildung, Fachliteratur. Ab und zu kauft ihr euch ja doch mal eine Bienenzeitung oder eine Büchle oder ihr kommt zu einem Lehrgang in der Imkerschule oder im Imkerverein, Beiträge, Mitgliedsbeiträge und Versicherungen. Dann kommt der Lohnansatz. Der üblicherweise verwendete Lohnansatz, Stundenansatz, sind 8 Stunden für die Produktion und 6 Stunden für die Vermarktung. Pro Volk natürlich, macht 14 Stunden. Dann kommen wir, und da sieht man sofort, dass das der größte Teil ist, auf 7.680 Euro. Das ist im Grunde genommen euer Gewinn. Ja, der Lohnansatz ist dann das, was ihr verdient, wenn ihr euren Honig verkauft. Man kann natürlich auch 0 Euro ansetzen und dann ist das der Gewinn, was nachher übrig bleibt. Aber bei 24 Euro netto ist das im Grunde genommen der Gewinn, den ihr in eurer Imkerei erzielt. Nämlich bei 10 Völkern 7.800 Euro. Dann kommt noch ein Zinssatz, klar. Und dann haben wir das Endergebnis, das ich jetzt auf meinem Bildschirm nicht richtig da unten sieht, man es, von Kosten von 11.680 Euro. Und warum kann ich das jetzt nicht hochschieben? Genau. Das sind die Gesamtkosten pro Jahr. Mach.
wenn ich es durch 10 teile, 1.164 Euro pro Volk und Jahr. Und jetzt ist die Frage, was stehen diesen Ausgaben für Einnahmen gegenüber? Und jetzt diese Produktionskosten pro Volk und Jahr, wie gesagt, da ist der Gewinn von 24 Euro pro, netto pro Stunde ja mit eingerechnet. Wenn ich das durch eine Honigleistung von durchschnittlich 30 Kilogramm pro Volk teile, dann komme ich auf einen Kilopreis von 38,80 Euro. Da ja hier die Gläser und die Etiketten und die Stunden für, das Verkauf, für den Verkauf schon dabei sind. Es sind allerdings nicht die Kosten, die das Verkaufen verursacht. Also zum Beispiel Lager, also Regalfläche im Supermarkt. Der Supermarkt will ja auch nochmal 30-40% Aufschlag. Dann die Kosten, wenn ihr auf einen Markt fahrt, braucht ihr einen Marktstand. Ihr braucht Standgebühr bezahlen. Ihr braucht eine Auto zur Verfügung, damit ihr dahin fahren könnt. Es geht auch mal dann geht auch mal ein paar Kartons kaputt, weil die Gläser runterfallen oder weil die Etiketten kaputt gehen. Dann sind wir hier also bei einem 500-Gramm-Preis von 19,40 Euro ab Imker. Bei einer Honigleistung von 75 Kilogramm pro Volk wird es natürlich entsprechend geringer. Da kostet uns das Kilogramm Honig dann 15,52 Euro, womit wir dann bei einem Kilo, bei einem 500-Gramm-Preis von 7,76 Euro abgefüllt, etikettiert und kartoniert ab Imker sind. Wenn ihr also ab Imker diese 7,76 Euro rechnen und ihr rechnet ungefähr 50% Vermarktungskosten dazu, dann seid ihr bei 13 bis 14 Euro, bei 12 bis 13 Euro. Bei 75 Kilogramm Honigleistung. Bei 30 Kilogramm Honigleistung seid ihr ungefähr bei einem 500 Gramm Preis von 30 Euro. Das sind reine Zahlen. Gell? Das sind reine Zahlen. Da habt ihr dann 7.600 oder 7.800 Euro im Jahr verdient. Da haben wir natürlich dann, da rechnen wir nicht zusätzlich einen Verdienst pro Glas Honig. Wie gesagt, man kann es auch anders machen. Man kann die 7.600 Euro weglassen. Dann wird natürlich hier der Honigpreis geringer sein. Aber dann muss man einen Aufschlag auf den Honigpreis machen, um auf den Lohn zu kommen. Wir verkaufen ja hier bei 30 Kilo 600 Gläser Honig. Wenn man diese 7.600 Euro erreichen will, dann muss man einen Aufschlag von 12 Euro aufs Kilo, aufs 500 Gramm Glas machen. Von 12 Euro aufs 500 Gramm Glas. Ja, der Lohn, beziehungsweise das, was wir als Gewinn haben wollen, macht ungefähr 2/3 der Produktionskosten aus. Jetzt gibt es natürlich, Moment, ich möchte noch da noch 2 Sätze dazu sagen. Jetzt gibt es natürlich auch Großimker, Profi-Imker mit 1000 Völkern oder mehr, die auch sehr viel Erfahrung haben, wo Gebäude schon da sind, wo das Gebäude abbezahlt ist und wo der Imker nicht mehr in die Renovierung und Reparatur eines Gebäudes investiert, weil er zum Beispiel keine Nachfolger hat, keinen Sohn oder keine Tochter, die den Betrieb fortführt. Und dann wird natürlich so eine Halle, auch wenn man nach 20 Jahren mal anfangen müsste, sie langsam wieder zu renovieren, dann wird die eben nicht mehr renoviert, sondern wird die runtergewirtschaftet. Und so kommen natürlich Großimker eventuell auch zu Preisen, die hier ganz anders sind. Ein Profi-Imker, der sollte natürlich in der Lage sein, 75 Kilo oder mehr zu ernten, auch in einem schwierigen Jahr. Meistens ist es ja auch, sind es ja auch Wanderimker, die dann 3 oder 4 Trachten anfahren. Und da sind dann auch Honigleistungen von 100 Kilogramm möglich. Aber die allermeisten sind ja Freizeitimker. Und wir haben ja auch viele, viele Anfänger. Und wenn wir dann nachher die publizierte durchschnittliche Honigleistung anschauen, dann liegt die ja ungefähr zwischen
25 und 30 Kilogramm in Deutschland, sodass das schon eigentlich der Referenzwert ist, an dem wir unseren Honigpreis ausrichten müssen. Deswegen empfiehlt der neue Imkerbund, wo ich die Ehre habe, jetzt ein paar Jahre im Präsidium zu sein, einen Honigpreis von 20 Euro für Blütenhonig, also einen Kilopreis, einen Erzeugerkilopreis und 30 Euro für Sortenhonige aufgrund dieser Tatsache. Jetzt wird sich natürlich mancher fragen oder sagen, ja, aber zu diesem Honigpreis kann ich nicht verkaufen. Und deswegen möchte ich jetzt ein paar Worte über die Hindernisgründe sprechen. Die Hindernisgründe, die uns davon abhalten, die Veränderungen in die Wege zu leiten. Wir können natürlich eine Veränderung in die Wege leiten. Wir können besser imkern und mehr Honig ernten. Das ist ja das, womit wir uns meistens beschäftigen und womit sich auch die Armbrust der Imkerschule beschäftigt. Und indem wir Wert darauf legen, dass der Wärmehaushalt des Bienenvolks berücksichtigt wird, die Bienenvölker sich im Frühjahr schneller entwickeln und größer werden und langlebiger werden, gehen wir ja schon einen großen Schritt in die Richtung bessere Ernten. Aber das ist alleine nicht ausreichend. Lassen wir uns kurz auf unsere Seele wirken, die Hindernisgründe. Und jeder von euch wird seinen Hindernisgrund oder seine Hindernisgründe da entdecken und wahrscheinlich gibt es auch noch mehr Hindernisgründe. Der erste Hindernisgrund ist die Angst. Die Angst, dass ich meinen Honig zu diesem Preis nicht verkaufen kann. Die Angst, dass mich mein Nachbar beschimpft oder dass ich im Imkerverein ausgegrenzt werde. Die Angst, dass ich mit dem Problem kommunizieren zu müssen, dass das mein Honigpreis ist, überfordert bin. Ein zweiter Grund ist ein mangelndes Selbstwertgefühl der Imker. Sollte es irgendetwas rauscht an die, schalte das bitte aus. Sollte es heute immer noch Imker geben, die selbst im Lidl oder im Aldi Lebensmittel einkaufen und dann von der Öffentlichkeit erwarten, dass sie regionalen deutschen Honig kaufen. Solche Imker haben natürlich nicht das Standing und auch nicht das Bewusstsein, ihren Kunden vermitteln zu können, dass sie hier regionalen Honig, ein regionales Qualitätsprodukt erzeugen. Also es müsste für uns Imker eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir natürlich auch bei Produzenten, bei Landwirten und auch bei Fleischwirten und Metzgern und Bäckern und so weiter aus der Gegend die Lebensmittel einkaufen, die wir brauchen und natürlich auch mehr dafür bezahlen. Selbstverständlichkeit muss das sein. Dann ist ein Hindernisgrund die fehlende Argumentation. Oft wissen Imker nicht, wie sie argumentieren müssen, dass eben Honig auch Bestäubung ist und dass es ein Qualitätsprodukt ist und dass die Pollen regional sind und so weiter. Es fehlt hier das notwendige Rüstzeug. Es fehlt auch an Überzeugung. Viele Imker wissen gar nicht, was sie für ein hervorragendes Produkt produzieren, sondern meinen, indem sie jetzt ein paar Robock verkaufen und danach einmal schnell 700-800 Euro Cash im Geldbeutel haben, haben sie was verdient. Nein, sie lassen ja außer Auge, wie viel Zeit sie investieren und sie lassen Auge, wie viele andere Investments sie über die Jahre gemacht haben. Dann, liebe Imkerfreunde, orientieren wir uns oft an schlechten Vorbildern. Es ist doch überhaupt nicht relevant zu schauen, zu welchem Preis der Nachbar seinen Honig verkauft, sondern es ist interessant zu schauen, zu welchem Preis derjenige, der den besten Preis erzielt, seinen Honig verkauft und wie er es anstellt. Das ist das, was uns interessieren müsste als Imker und nicht der Blick, was macht der Nachbar. Denn der Nachbar, liebe Freunde, der hat ja fehlende Überzeugung, der hat fehlende Argumentation, der hat fehlendes Selbstwertgefühl, der hat Angst.
Wir sind an der Stelle, wo wir das überwinden. Und deswegen sieht man eben auf die Chancen, wenn man sich entwickeln will, und nicht auf die Risiken. Einer der ganz wichtigen Punkte, und ich sage euch aus eigener Erfahrung, das ist vielleicht sogar der allerwichtigste Punkt, sind starre Glaubenssätze. Ja? Bei uns in der Region kann man den Honig nicht teurer verkaufen, weil die Kunden kaufen bei mir keinen Honig, weil sie sehen den Preis beim Nachbarn. Die Kunden wollen nur cremigen Honig und der muss weichcremig sein, weil die anderen haben auch weichcremigen Honig. Lauter Glaubenssätze, mit denen ich meine eigene Entwicklung behindere. Und diese Glaubenssätze zu überwinden, ne, das ist gar nicht mal so schwer. Man muss nur bemerken, dass man Glaubenssätze hat und sie loslassen. Loslassen und sich auf den Weg machen. Und das ist der nächste Punkt, der uns oft hindert, die Veränderungen in die Wege zu leiten, nämlich die fehlende Bereitschaft, sich auf den Weg zu machen und die eigene Empfindung, das ist doch viel zu teuer. Ja. Es gibt Autos, deutsche Autos, für die geben Leute 100.000 Euro aus, aber mit einem Auto, das 20.000 Euro fährt, kommt man auch ans Ziel. Und das Auto, das 100.000 Euro kostet, ist doch auch viel zu teuer. Auch hier, liebe Freunde, das ist nicht unser Problem. Das entscheidet der Kunde, ob er ein hochwertiges Luxusprodukt haben möchte, von dem er die Geschichte kennt, von dem er den Erzeuger kennt, von dem er den Standort kennt. Vielleicht habt ihr einmal im Jahr ein Schleuderfest im Sommer, wo ihr eure Kunden und die Öffentlichkeit einladet auf eure Wiese. Da stehen dann zwei Bienenvölker rum, die werden gezeigt und dann wird Honig geschleckt. Und dann haben eure Kunden auch eine Verbindung zu euch aufgebaut. Ja, über die Werbung, die wir uns nicht leisten können, erzählt uns Mercedes und Porsche, dass ihr Auto das Allertollste und das Allerbeste ist. Und viele Leute wollen es aus diesem Grund kaufen. Diese Möglichkeiten haben wir nicht, aber wir haben andere Möglichkeiten, mit dem Kunden in Kontakt zu treten. Wer von euch nutzt die bisher? Das ist es doch nicht wert. Das hängt eng mit dem mangelnden Selbstwertgefühl zusammen, das viele Imker haben und deswegen nicht in der Lage sind, den Honigpreis zu verlangen, den sie eigentlich brauchen. Die halten mich für verrückt und das Schlimmste von allen, das Elendste von allen, meine Imkerei ist doch nur ein Hobby. Liebe Freunde, wenn ihr die Imkerei als Hobby betreibt, einwandfreie Sache, aber dann bitte keinen Honig verkaufen. Dann esst den Honig selbst, maximal verschenkt ihr ihn an eure Freunde, allerdings kaufen die ja nachher keinen Honig, wenn sie den Honig geschenkt bekommen, aber ihr dürft auf keinen Fall den Honig zu einem Preis verkaufen, der nicht kostendeckend ist, weil damit setzt ihr ein Preisniveau, das nicht realistisch ist und mit dem ihr allen anderen 130.000 Imkern es verunmöglicht, Honig zu produzieren und zu Marktpreisen. Warum ist das so wichtig, dass das Handwerk nicht kaputt geht? Gerade die vielen Anfänger werden das verstehen noch. Die schon etwas Fortgeschrittenen, die werden da schon etwas weniger zugänglich sein zu dieser Frage. Wir brauchen in der Branche Imkermeisterinnen und Imkermeister, erfahrene Berufsimker, die so viel Erfahrung haben, dass sie die ganze große Gruppe der Freizeitimker mit ihren Schulungen führen können und weitererziehen können. Sonst stümpert die Imkerschaft mit irgendwelchen YouTube-Filmchen und irgendwelche Chatgruppen und Imkerforen, wo ja alles Mögliche rauf und runter behauptet wird und jeder Unfug drinsteht. Ja, und Anfänger können das ja gar nicht unterscheiden. Und Profis machen ja bei Imkerforen gar nicht mehr mit, weil das einfach nicht die Plattform ist,
auf der man sich mit einem Profi austauscht. Das macht man in einem Unterricht, in einem ordnungsgemäßen Unterricht. Deswegen ist es eben für uns insgesamt enorm riskant, wenn wir so weitermachen und wenn diejenigen, die aus ihrem Hobby einen Beruf gemacht haben und hier definitiv tiefer in der Materie drinstecken, diese Sache nicht mehr ausüben oder ausüben können oder ausüben wollen, weil der Honig nicht zu einem Preis verkauft werden kann, mit dem sie leben können. Mit der Abgabe, und deswegen habe ich eine extra Folie dafür gemacht, mit der Abgabe des Honigs unter den Produktions- und Vermarktungskosten entwerte ich mein Produkt und meine eigene Arbeit, liebe Imkerfreunde. Das müssen wir uns alle bewusst machen. Mit der Abgabe des Honigs unter den Produktions- und Vermarktungskosten entwerte ich mein Produkt und meine eigene Arbeit. Ja, das war eigentlich mein Beitrag. Jetzt habe ich hier noch ein paar Hinweise, die zeige ich aber nachher. Ich lasse dieses Statement am Schluss meiner kurzen Präsentation da. Und Margareta, es sind sicherlich Fragen und Anregungen mittlerweile eingegangen, denen wir uns jetzt widmen möchten. Fragen sind schon ein paar eingegangen, Jürgen, zum Beispiel zu den Mittelwänden. Sollen die über 10 Jahre abgeschrieben werden? Also, bei Mittelwänden ist ja so, dass man kann natürlich auch vollkommen ohne Mittelwände arbeiten, indem man Naturfarbenbau macht. Das ist natürlich am Anfang eine mühsame Sache und man muss auch erst lernen, wie es geht. Wenn ihr natürlich alle 3 Jahre Mittelwände einschmelzt, dann habt ihr ja das Wachs. Das müsst ihr dann umarbeiten, lassen für 3,80 Euro oder selber umarbeiten für 6, 7 Euro. Deswegen sollte man eigentlich Mittelwände auf 3 Jahre abschreiben oder auf 4. Es geht auch immer Wachs verloren. Aber ihr habt ja gesehen, den Preis für die Mittelwände, den ich da angesetzt habe, der ist ja viel zu niedrig. Mittelwände kosten ja mittlerweile mindestens 20 Euro pro Kilo und wenn es Bio-Mittelwände sind, dann 30 bis 40 Euro. Also bei Mittelwänden würde ich 3 bis 4 Jahre ansetzen. Was verlangst du für den Honig? Ich verlange für meinen, ich verkaufe meinen Honig im 275 Gramm Glas. Ich verlange für meinen Blütenhonig 7,50 Euro. Für meinen Ahornhonig 10,50 Euro. Für meinen Weißtannenhonig 12,50 Euro. Und ich habe noch Honig, den ich im Aspromonte geerntet habe. Das ist Bergamotte und Zitrushonig. Für den verlange ich 36 Euro, wohlgemerkt, für 275 Gramm. Interessanterweise wird auch der gekauft. Gell? Es ist also nicht so, dass der liegen bleibt. 275 Gramm Glas. Ja. Wir können eins holen, wenn ihr es sehen wollt. Gell? So, das ist mein Glas. Jetzt kann man das nicht genau sehen, weil ja, genau. Trüb. Der Hintergrund, das ist mein Glas hier, das ist von Glas und das sind 275 Gramm. Und man kann auch 280 Gramm reintun. Genau. Und dann habe ich eine Lasche drüber und ein ERN-Code natürlich. Und dann, ja, wenn du es näher an die Kamera hältst, dann geht es. Ich muss das unscharfe Ding ausschalten. So, da gibt es eine Stelle, wo es geht. Ja. Aber es ist ja auch egal. Stopp. Jetzt sieht man es gut. Genau. Ja. Also, ja. Das ist halt so, ich habe relativ, im Moment habe ich ja die Imkerschule zu tun und da habe ich jetzt eigentlich nur 1,5 Tonnen Honig im Jahr zu vermarkten, sodass ich also keinen großen Arbeitseinsatz in den Verkauf von Honig stecke. Das ist der meiste Honig, der wird hier im Schloss Kirchberg gekauft, zum einen vom Frühstücksbuffet, vom Restaurant
Und die Gäste, die hier übernachten, die nehmen dann ein paar Gläser mit. Und so geht mein Honig weg. Du, und im großen Gebinde verkaufst du dafür einen anderen Preis? Also ich habe früher natürlich auch im großen Gebinde verkauft. Aber das Problem ist halt, da gibt es einen Marktpreis. Und der Marktpreis, der liegt im Fass bei Biohonig, also auch unterschiedlich, bei 6 bis 12 Euro. Bei Tanne liegt er bei 12 und bei Blüte liegt er bei 6. Und es kann sein, dass er dieses Jahr jetzt ein bisschen höher ist. Es hängt dann immer davon ab, wie gut die Ernte ist. Wenn die Ernte schlecht ist, ist er natürlich höher. Auch bei Akazie kann er schon mal 8 oder 9 Euro sein. Aber in einem Jahr, wo alle viel Akazie ernten, Robinie, da ist er, dümpelt er dann bei 7,50 Euro rum. Und das ist natürlich viel zu schlecht. Also für diesen Preis können auch Profis nicht erzeugen. Und deswegen wird auch ein Profi, also ein Großimker, sagen wir mal so, in Deutschland würde ich sagen, fängt das dann bei 200, 300 Völkern an. Der wird natürlich versuchen, so viel wie möglich Honig im Glas zu verkaufen und am besten ohne einen Marktmittler, sondern direkt zum Supermarkt, damit er diese Marge von 30% oder 40% auch noch hat. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass Stefan Mandl, der größte Erwerbsimker Österreichs mit seinen 15.000 Bienenvölkern, erst dann erfolgreich wurde, als er den Honig ins Glas abgefüllt hat und direkt an den Hofer, das ist der österreichische Aldi, verkauft hat. Und er hat immer noch nicht genug. Erst aber diese Wertschöpfung erst hat den Bienenhof Mandl wirtschaftlich gemacht. Als er am Anfang in Fässern verkauft hat, da war er auch am Abgrund. So wie alle. Alle, die, also je mehr ihr im Fass oder im Hobok verkaufen müsst, je höher der Anteil ist, umso schlechter ist eure Rendite. Kann man jetzt schon mal machen. Also wenn man jetzt mal 10 Hobok übrig hat, definitiv auch nicht verkaufen kann, weil, Leute, ihr könnt auch nicht jetzt einfach mal irgendeinen Laden beliefern und nach einem halben Jahr habt ihr nichts mehr. Also was die Läden am meisten hassen, ist eine Belieferung über eine kurze Zeit oder auch über 8, 9 Monate und dann kommt 4 Monate lang nichts. Das dürft ihr nicht machen. Ihr müsst euch euren Honig so einteilen, dass ihr 14 Monate lieferfähig seid und dann gibt es eine Überlappung von 2 Monaten und vorsichtshalber habt ihr noch ein bisschen Reserve. So, und wenn ihr jetzt aber viel zu viel Reserve habt, bevor euch der Honig schlecht wird, verkauft ihr ihn natürlich. Ja? Da minimiert ihr dann euren Verlust, mehr aber auch nicht. Mehr nicht. Okay, dann noch eine Anregung. Sollte der DIB nicht einen Mindestpreis festsetzen, um die Schädigung der anderen Imker zu vermeiden? Ja, also ich bin ja, ich habe ja keine Funktion im Deutschen Imkerbund. Und ich halte den, also der Präsident des Deutschen Imkerbundes hat ja im Norddeutschen Rundfunk ein Interview gegeben, wo er da Honig geschleudert hat. Und gesagt, er verkauft den Honig, das 500 Gramm Gras jetzt nicht mehr für 5 Euro, sondern für 6 Euro. Ich halte das für ein Desaster. Das ist eine Unerhörtheit. Und hat es dann noch begründet damit, dass der Mindestlohn steigt. Also dafür habe ich kein Verständnis. Das ist, das kommt aus einer, da, mehrere dieser Ängste der Folie, die ich euch vorhin gezeigt habe, spielen da eine Rolle. Jetzt nochmal, es ist nicht meine Aufgabe, über den Deutschen Imkerbund den Stab zu brechen. Der neue Imkerbund, dessen Präsident ich bin, empfiehlt einen Kilopreis, ich wiederhole, von 20 Euro für Blütenhonig und von 30 Euro für Sortenhonige inklusive Waldhonige. Und Heide kann ohne weiteres auch noch mehr als 30 Euro kosten. Ich meine jetzt ab Imker, nicht im Supermarkt. Im Supermarkt muss die Vermarktungsmarge noch drauf. Kilopreis. Also das wäre meiner Meinung nach dringend erforderlich, dass wir da nicht von 5 auf 6 Euro gehen, sondern von 5 auf 12 oder von 5 auf 15.
Die andere, also der Honigpreis muss hoch. Wenn ihr die Zahl nicht erhöhen wollt, dann müsst ihr die Füllmenge senken. Und die Erntemenge pro Volk muss hoch und die Kosten pro Volk müssen runter. Vier Sachen. Und dass die Kosten pro Volk runter müssen, macht man sich nicht bewusst, wenn man aus Passion zu den Bienen geht. Ganz klar, da ist auch nicht so viel zu machen, aber die Honig-Erntemenge verbessern, das ist was, was alle können, durch eine Verbesserung der Betriebsweise. Da arbeiten wir ja seit Jahren dran, auch beim Weimarer Bienensymposium, das dieses Jahr das 13. Mal stattfindet, wird darüber wieder gesprochen. Ich zeige euch hier jetzt die Folie. Gell? Das Weimarer Bienensymposium ist also hier vom 27. bis zum 29. Oktober. Das ist das Wochenende, wo normalerweise die Berufsimkertagung in Friedrichshafen stattfindet. Die ist ja dieses Jahr zwei Wochen später. Und ich kann euch also nur empfehlen, dass ihr in Zukunft am Weimarer Bienensymposium teilnehmt. Denn das ist eigentlich die intensivste Schulungstagung, die es im ganzen deutschsprachigen Raum gibt. Und dieses Jahr schon das 13. Mal. Wir hätten da noch eine Frage von der Lisa. Wenn wir als Hobbyimker direkt vermarkten möchten und zum Beispiel den Honig beim Bäcker verkaufen lassen, dann möchte dieser ja sicherlich eine Rechnung von uns. Muss ich die Einnahme dann versteuern? Also, das kommt darauf an, welchen Umsatz du machst. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der liegt. Ich glaube, der liegt ungefähr bei 17.000, aber nagel mich nicht auf die Zahl fest. So, 17.000 würde bedeuten 1.000 Gläser zu 17 Euro. Oder 2.000 Gläser zu 8,50 Euro. Und die wirst du nicht haben. Also schreibst du ihm eine Rechnung inklusive, entweder schreibst du ihn inklusive dieser Mehrwertsteuer von 10,7% oder du schreibst ihn Kleinbetrieb, keine Umsatzsteuer. Ja? Das ist bei Beträgen, also wenn du da im Jahr unter 10.000 Euro bist, brauchst du da gar nichts machen. Ja? Das Entscheidende ist, dass du so eine Lasche dran hast. So oder eine andere Lasche, Moment mal, kann man die hier sehen? Mhm. Muss da dran sein. So eine. Nur wenn du den Honig direkt selber verkaufst, also aus deiner Hand oder aus einem deiner Familienmitglieder dem Kunden gibst, nur dann braucht es keine Lasche. In dem Moment, wo der Honig über jemand anders verkauft wird, musst du die Lasche hinmachen, weil mit der Lasche garantierst du, dass das Produkt ungeöffnet beim Kunden landet und dass da kein Glassplitter oder sonst was drin ist. Das ist eine Haftungsfrage. Gell? Deswegen, Marmelade wird ja gekocht und da ist dann ein Unterdruck und da ist dann, macht der Deckel Klack, wenn man ihn aufmacht. Da wir den Honig ja nicht kochen können, sondern möglichst also so kalt wie möglich abfüllen, der hatte dann trotzdem 40 Grad, machen wir dann so eine Lasche dran. Das ist wichtig. Ja, dann gibt es noch einiges an Lob für dich und für den interessanten Vortrag. Der Matthias weist nochmal hin, keine Umsatzsteuer auf der Rechnung ausweisen. Das hat der Jürgen gerade gesagt. Dann die Doris schreibt, welche Auflagen muss ich erfüllen, um den Honig ab Hof zu verkaufen in Bayern? Also ab Hof oder ab Haustüre. Du musst halt, ich fülle ja immer in einem neutralen Glas ab, weil ich ein eigenes Etikett haben will, um erkennbar zu sein. Das Glas des Deutschen Imkerbundes und deshalb gibt ja auch Gläser des Österreichischen Imkerbundes, des Schweizer Imkerbundes und ich glaube in Bayern gibt es also da noch den Verband Bayerischer Bienenzüchter, die haben auch nochmal ein eigenes Glas oder zumindest ein eigenes Logo. Und das hatte, als es vor 100 Jahren eingeführt wurde, natürlich da war das modern, ja, da war das Markenbildung,
Da hat man, damals gab es schon Honigverfälschung und man hat sich damit abgegrenzt, echter deutscher Honig oder echter österreichischer Honig. Heute ist das eigentlich veraltet, weil heute ist, sind wir alle so mit Marketing und mit Marken und mit Labels und so weiter versorgt, dass es heute wichtiger ist, ein eigenes Label zu etablieren, in dem man dich dann wiedererkennt. Weil im Glas des Deutschen Imkerbunds erkennt man dich nicht wieder. Da gehst du sozusagen. Da muss man dann schon lesen, was für eine Adresse steht da hinten drauf. Und das ist zu wenig für eine Markenbildung. So, du musst also eigentlich musst du gar nichts haben. Du musst Honig schleudern. Das ist ja das Erschütternde. Du kannst den Honig reinigen und du kannst ihn sogar schmutzig abfüllen. Nur wird es der Kunde nicht lieben. Also deswegen solltest du ihn schon klären in einem Klärfass oder in einem Hobok mindestens und am besten durchs Mediterm durchlassen. Wenn du ihn durchs Mediterm durchlässt, bei flüssigem Honig ist es Voraussetzung, bei cremigem Honig ist es äußerst hilfreich, ihn durchzulassen, einen Tag nach dem Schleudern und dann ihn zu rühren. Dann ist er nämlich sauber. Sauber genug, um ihn an der Haustüre oder ab Hof zu verkaufen. Und wenn du ihn in Neutralglas verkaufst, dann brauchst du gar nichts. Du musst halt gucken, dass der Honig weniger als 20% Feuchtigkeit hat. Das hat normalerweise jeder. Wenn du den Honig im Glas des Deutschen Imkerbundes abfüllst oder in einem anderen österreichischen oder Schweizer oder irgendeinem anderen bayerischen Imkerglas, dann musst du einen Honiglehrgang des Verbands, dessen Glas du verwendest, machen. Und dann darfst du das Glas verwenden und du musst dann aber natürlich auch das Glas und die dazugehörigen Etiketten kaufen. Also mit so einem Honiglehrgang kannst du dann entsprechend das Glas verwenden. Das ist ein Hygienelehrgang, das kann man nur empfehlen. Also da ist natürlich auch so, in einem lernt man viel, im anderen lernt man wenig. Aber das schadet eigentlich nichts, wenn man so einen Honiglehrgang besucht hat. Auch wenn man im Neutralglas abfüllt. Gell? Weil ihr müsst über eins im Klaren sein, ihr haftet für das Produkt, das da drin ist. Wenn ein Glassplitter drin ist und irgendjemand, ein Kind oder sonst was, verletzt sich, dann braucht ihr eine Haftpflichtversicherung. Ja? Und diese Haftpflichtversicherung, die ist bei den die Vereine haben alle so eine Haftpflichtversicherung. Die müsst ihr dann extra kaufen. Und der Neue Imkerbund hat natürlich auch solche Haftpflichtversicherungen. Der hat auch Produkthaftpflichtversicherungen, die dann bis in den Handel hinein reichen. Die könnt ihr euch ja mal auf der Webseite anschauen. Also das ist nicht ganz ohne. Ich hatte tatsächlich einmal Malheur. Da konnte ich dann den Honig aus dem Handel nehmen. Und das war Gott sei Dank kein Glassplitter, sondern einfach ein bisschen eine verschmutzte Charge, wo irgendein Lehrling halt mit Zauber aus dem Rührwerk noch Honig abgefüllt hat, obwohl da schon der Schaum kam. Das war also keine Gefahr, aber das war eben nicht mehr schön. Und da schwamm dann der Dreck in den Gläsern und ich habe es natürlich nicht kontrolliert. Ich kontrolliere nicht jedes Glas, wenn da die Lehrlinge zuschrauben und etikettieren. Und das solltet ihr vermeiden. Das Problem in Deutschland ist, dass wir nicht Propolis-Tinktur verkaufen dürfen. Also da habe ich in Bayern eben mal auf einem Marktstand Propolis selber aufgelöst, mit Alkohol verkauft. Und da kam der Wirtschaftskontrolldienst, hat es gekauft natürlich, mit Quittung. Wenn also so ein Herr oder zwei Herren kommen und dann eine Quittung wollen, dann wisst ihr, das war jetzt ein offizieller Kauf. Und da habe ich angedroht bekommen, 10.000 Euro Strafe zahlen zu müssen, wenn ich nochmal Propolis-Tinktur verkaufe. Propolis-Lösung darf man verkaufen als Schuhputzmittel oder als sonstiges, aber nicht als Bienenmedizin. Da müsst ihr aufpassen. In Österreich ist das erlaubt. Dummerweise ist bei uns die Pillenindustrie
zu stark bis jetzt. Gut, dann der Johannes möchte noch gern wissen, benötigt man ein Hygienekonzept, wenn zum Beispiel über den Einzelhandel oder über Automat verkauft wird? Ja, also in dem Moment, wo ihr mehr verkauft, also jetzt nicht nur an 2, 3 Bäcker im Dorf, sondern wo ihr an einen Großhändler oder an einen Einzelhändler verkauft, wird euch dieser sagen, welches Konzept er haben will. Und wenn ihr biozertifiziert seid zum Beispiel, da habt ihr ja dann einmal im Jahr eine Kontrolle und eine die Aufschriftpflicht haben ja eigentlich alle Imker, das macht halt so gut wie niemand, gell? Bei ganz kleinen Imkern wird das auch nicht kontrolliert. Aber wenn ihr Biobetrieb seid, dann habt ihr da einen Ordner und da wird jedes Jahr, einmal im Jahr, wird da praktisch abgehakt, was ihr für Sachen einhalten müsst. Und das geht Imkern ziemlich auf die Nerven. Aber eigentlich müsst ihr das auch, wenn ihr nicht Biobetrieb seid, machen, wenn ihr eben an Edeka oder an irgendeinen anderen Großen verkauft. Der wird sagen, was er haben will. Und es gibt sogar ganz große, die wollen da eine HACCP-Zertifizierung. Dann habt ihr da noch einen Haufen Scherereien. Der Steffen möchte gerne wissen, ob der Bernhard Jesch wieder auf dem Symposium ist. Ja, ich habe vor 2 Tagen eine Mail von Bernhard Jesch bekommen. Er wird wieder da sein. Und als Aussteller und auch als Mensch natürlich. Ja, wollen wir auch sehr, dass er kommt. Deine Aussage, das ziehen wir nochmal vor. Von Franz haben wir noch einen Hinweis aus Österreich, dass in Österreich andere Steuerregelungen gelten als in Deutschland. Da muss man bitte in jedem Land selber schauen, was da für Vorschriften gibt. Ja. Also das, was der Jürgen jetzt vorgestellt hat, das hat für Deutschland gegolten. Ja. Und ich bin auch nicht ganz sicher, wie es jetzt mit ganz kleinen Imkereien geht, weil das war ich von Anfang an nicht. Bei mir läuft das alles jetzt sowieso über den Steuerberater und Lebensmittel haben wir in Deutschland 7% und andere Produkte 19%. Und es sei denn, du hast pauschalierst und dann sind es, glaube ich, 10,7%. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das kann man aber problemlos im Internet rauskriegen. Dann hast du ein bisschen Verwirrung gestiftet, weil du gesagt hast, der Honig wird mit 40 Grad abgefüllt. Du schickst ja jeden Honig durchs Militär. Ja. Und das ist der Grund, warum dann der Honig beim Abfüllen eine Temperatur haben kann von 40 Grad. Oder? Ja, also Honig hat ja im Volk 35 Grad. Und wenn Nektar reinkommt, wenn viel Nektar reinkommt, merkt man das. Also am meisten so beim Raps und bei der Robinie, so in der zweiten Hälfte, dann ist sogar oben im Honigbaum manchmal 40 Grad. Gell? Und dann wird der Honig ja geerntet, da ist er flüssig. Der hat dann Raumtemperatur, also 25 Grad oder so, auch vielleicht ein bisschen weniger. Und da ist flüssig natürlich. Und da muss man ihn ja sofort grob sieben. Und dann in ein Klärfass reintun oder in einen Kläreimer, Hobok oder also ein 20-Kilo-Eimer ist auch ein Kläreimer. Je höher dieses Gefäß ist, umso sauberer wird der Honig. Und jetzt kann man natürlich sogar so weit gehen und sagen, okay, ich tue da so einen Tauchsieder rein. Da gibt es von Svinti solche Tauchsieder, wo dann der Honig auf die Temperatur erwärmt wird, die man eben haben will, 35 bis 40 Grad ist da zu empfehlen, dann wird der Honig nämlich noch sauberer über Nacht. Und dann kann man auf ein Militär verzichten. Wenn man aber diesen großen Tauchsieder nicht hat,
der über 1.000 Euro kostet. Ja? Dann ist es besser, wenn man am nächsten Tag den Honig abschäumt und ihn dann gleich durchs Militär lässt. Und entweder so lagert oder gleich verarbeitet. Weil dann ist er nämlich sauber. Also ihr müsst einmal Temperatur an den Honig geben, entweder über Nacht mit dem Tauchsieder, das natürlich kein Sieder ist, ja, sondern wo man Temperatur geben kann. Man kann die auch mit einer Bodenheizung geben oder mit einer Heizdecke ums Fass rum. Aber das Einfachste ist so ein Tauchsieder, wenn der Honig flüssig ist. Wenn der Honig schon fest geworden ist, dann müsst ihr den Eimer in eine Wärmekammer reinschieben, weil dann wird er am schonendsten wieder verflüssigt. So, und gerührt wird er ja eigentlich bei 15 oder 16 Grad. Da müsstet ihr ihn, wenn ihr es optimal macht, abkühlen. Anfänger haben ja keinen Kühlraum. Die rühren halt dann bei Zimmertemperatur. Und wenn er dann anfängt zu kristallisieren, dann müsst ihr ihn abfüllen, wenn ihr kein Rührwerk habt oder nicht die Möglichkeit habt, ihn wieder zu erwärmen. Im Optimalfall rührt man ihn so lange, bis er genau die richtige Konsistenz hat. Dann erwärmt man ihn auf 28 Grad und dann füllt man ihn ab. Weil bei 28 Grad hat er die optimale Abfülltemperatur. Aber die meisten Anfänger oder auch Freizeitimker, die nur 5 oder 10 Bindetröcke haben, haben ja diese Ausrüstung gehabt. Gell? Und da muss halt dann ein bisschen improvisiert werden. Also es ist jetzt nicht so, dass der Honig, wenn der ein paar Stunden bei 35 bis 40 Grad gereinigt wird, dass der Schaden nimmt. Es ist anders, wenn ihr den Honig 2 oder 3 Wochen lang bei 40 Grad haltet. Dann steigt der HNF-Wert und die Enzymaktivität nimmt ab. Aber nicht bei einigen Stunden und auch über Nacht nicht. Der Steffen fragt nochmal nach, warum hat die Höhe was mit dem Säuberungsgrad zu tun vom Honig? Ja, das ist ausprobiert. Irgendwie schwimmt das Zeug nach oben und da entsteht dann oben, da wundert man sich da, der Honig sieht sauber aus, wenn man ihn gesiebt hat und plötzlich schwimmt da oben zum Teil 2, 3, 4 Zentimeter. Ja? Und definitiv ist so, je größer das Fass ist, umso sauberer wird der Honig. Ja? Also wir haben ja jetzt da noch einen Hinweis vom Rudolf. Ich weiß nicht, ob das ein gesicherter Hinweis ist. Ich trage es mal vor, dass ab Januar diesen Jahres die Mehrwertsteuer beim Honig 9% beträgt. Mhm. Und dass beim Rechnungsbetrag ab 150 Euro die Mehrwertsteuer ausgewiesen werden muss. Mhm. Hast du da schon mal was gehört? Also im Zweifelfall einfach beim Finanzamt nachfragen, oder? Das lässt sich wieder googeln. Ja. Ja. Sowas ist da. Ja. Genau. Wie lange soll der Honig nach dem Schleudern im Klärbecken bleiben? Ich habe einen Behälter von 100 Kilo, 60 Zentimeter Höhe. Also es genügt eine Nacht. Schleudern ins Klärbecken oben rein und am nächsten Tag sind die Schmutzpartikel nach oben geschwommen. Und wie gesagt, wenn ihr das Klärbecken warm halten könntet mit so einem Tauchsieder, dann ist der Honig wirklich ganz sauber. Und das hängt von der Honigtemperatur ab. Und natürlich auch vom Wassergehalt. Wenn jetzt der Honig sehr trocken ist, 16 oder 15% hat, dann wird er nicht so sauber, wie wenn er 18% hat. Logisch, je höher die Viskosität ist, umso schwieriger schwimmen die kleinen Staubpartikel nach unten. Also deswegen über Nacht klären, oben abschirmen und dann durchs Mediterm lassen. Ihr werdet sehen, wenn ihr da 100 Kilo durchs Mediterm gelassen habt, wie viele Schmutzpartikel ihr in dem Sieb vom Mediterm noch findet. Ja, das ist dann richtig sandig. Und diese ganzen Schmutzpartikel, die sieht man nicht, aber die müssen raus, weil sonst hat der Kunde diesen Sand auf der Zunge oder zwischen den Zähnen und dann müsst ihr den Honig zurücknehmen. Und da entsteht auf die Art und Weise ein großer Schaden. Also diese paar hundert Euro solltet ihr unbedingt von Anfang an investieren. Ja,
Dann sind im Moment jetzt keine weiteren Fragen mehr hier. Also Leute, nutzt noch mal schnell die Gelegenheit. Super, weil ich hoffe, dass ich mit diesen Ausführungen einen Beitrag dazu leisten konnte, dass ihr für euren Betrieb ermittelt, wie die Kosten bei euch sind. Ich befürchte ja, dass die Kosten noch höher sind als das, was ich hier angenommen habe. Ich habe ja immer die unteren Werte genommen, damit es hier keine Diskussion gibt. Aber ich kaufe den billigeren Smoker oder sowas. Ja, ich sage euch eins, was in der Rechnung gar nicht mit dabei ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit Zander angefangen habt und nachher auf der Wand umstellt, dann kauft ihr nämlich die Beuten zweimal. Ja, und wenn ihr aber so wie ich mit Deutsch normal angefangen habt, dann mit Zander und dann mit Dadant modifiziert und dann auch noch Dadant Blatt ausprobiert habt, dann kauft ihr nachher vier Beutensysteme. Gell? Das steht da alles nicht da drin. Also vermutlich sind die Kosten auch noch ein bisschen höher, aber man darf ja auch jetzt nicht die eigenen Fehler zur Grundlage einer Preisbildung machen. Wir gehen ja davon aus, dass ihr lange bei der Imkerei dann auch bleibt und im Laufe der Jahre werdet ihr auch besser imkern, da werdet ihr mehr imkern, da werdet ihr weniger Verluste haben, da werdet ihr weniger Durcheinander haben und auch Verluste sind ja hier nicht einkalkuliert. Stattdessen könnt ihr aber auch noch Einnahmen mit Pollen erzielen, ihr könnt Einnahmen mit Propolis erzielen, ihr könnt Einnahmen mit Ablegerbildung oder Kunstschwarmverkauf erzielen oder auch mit Königinnen. Also von daher ist das jetzt nur eine Musterrechnung. Manch einer wird sich gewundert haben, was da alles noch aufgetaucht ist. Aber es gibt sicherlich noch mehr Punkte, die relevant sind und in jedem Betrieb ein bisschen anders. Also, klemmt euch vor allem hinter diese Glaubenssätze. Tut es nochmal daher. Das ist das, was uns am meisten behindert hier. Diese Dinge. Und da kann ich euch nur ermutigen, daran zu arbeiten. Orientiert euch nicht an schlechten Vorbildern, sondern an guten Vorbildern. Erzählt den Kunden die eine Geschichte. Ladet die Kunden ein auf eure Bienenwiese oder in euren Schleuderraum, einmal im Jahr mindestens. Und lasst die Kinder mit einer Handschleuder da ihren eigenen Honig dann schleudern. Die kriegen dann ihre 50 Gramm selber geschleuderten Honig mit. Und so bindet ihr die Kunden an euch und könnt die Preise verlangen, die ihr braucht. Gell? Also Jürgen, jetzt haben wir noch ein bisschen was. Mhm. Und zwar einmal, der Andreas fragt, gibt es eine Excel-Tabelle zum Download für die eigene Rechnung? Ja, es gibt im Internet manche Rechnungen, manche setzen falsche Zahlen an. Also ich weiß sicher, zum Beispiel beim Bernhard Häufel kann man diese Excel-Tabellen kaufen. Da kann man sie kaufen für ein paar Euro wahrscheinlich. Genau. Mhm. Und dann geht bitte zum Bernhard und kauft sie das. Gell? Mhm. Dann der Christopher möchte morgen die Mini Plus erstellen, um die Zellen reinzuhängen, die am Montag schlüpfen dürfen. Sollte ich das Flugloch eine Nacht geschlossen halten oder kann ich das gleich öffnen? Ich schaffe sie außerhalb des Flugkreises. Sofort öffnen, außerhalb des Flugkreises. Mhm. So, dann noch eine Frage vom Steffen. Welche Mindestmenge sollte in den Deckelwachsschmelzer? Hatte nur 5 Kilo. Honig wurde nicht abgedeckt mit Wachs. Welche Mindestmenge im Deckelwachsschmelzer? Mhm. Eine. Ich meine, wenn er weniger als 1 Kilo reintut, dann lohnt sich das ja nicht. Er hatte nur 5 Kilo und der Honig wurde nicht mit Wachs abgedeckt. Und Wachs abgedeckt, verstehe ich nicht, was das heißt. Das ist nicht geschmolzen, ne? Beim Deckelwachsschmelzer geht es ja wahrscheinlich irgendwie drum, oder dass das Wachs oben ist. Das Wachs geschmolzen und der Honig auch. Und der Honig Wachs. Und dann, dann schwimmt quasi der Honig unten und der Wachs ist oben. Ja, und das scheint jetzt irgendwie nicht funktioniert zu haben. Ah ja, aber das hängt davon ab, was er für einen Schmelzer hat. Und
Und wie groß der ist, also wenn man natürlich einen ganz großen hat, dann brauchen wir da auch mehr. Also das kann ich jetzt nicht beantworten. Können wir nicht beantworten. Alles klar. Gut, dann war es das für diese Runde heute. Dann können wir noch ein bisschen draußsitzen auf die Terrasse und noch ein Gläschen Wein trinken und in die Sterne schauen, würde ich sagen. Nach so vielen tollen Informationen. Danke, Jürgen. Genau, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht die gute Laune verdorben. Ich mache euch nochmal aufmerksam auf unser Spendenkonto. Wenn ihr für diese heutige Seminar einen kleinen Beitrag leisten wollt, dann könnt ihr das entweder auf dieses Bankkonto tun oder ihr geht auf die Webseite der Armbruster Inter-Schule. Rechts oben steht Spende, dann geht diese Seite von PayPal auf und da könnt ihr dann eine kleine Spende machen, um euch für die heutige Sitzung zu bedanken. Ich wünsche mir, dass ihr einen realistischen Blick auf euren Honigpreis gewinnt, dass ihr dann auch lernt, an welchen Stellschrauben ihr drehen könnt, um mehr Erfolg zu haben, mehr wirtschaftlichen Erfolg. Dann macht es natürlich auch mehr Spaß, wenn dann ein bisschen Geld in der Kasse bleibt und natürlich auch erfolgreich im Kaffee. Ja, vielen Dank an alle, die heute da waren und vielleicht bis zum anderen Mal. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.